Das ist Olivier Côté, Leiter des weltweiten Sonnenblumenzuchtprogramms von Syngenta. Er sorgt dafür, dass die Qualität der Sonnenblumen von Syngenta und die Erträge für die Landwirte kontinuierlich steigen. Olivier und sein Team arbeiten eng mit den Kollegen aus Marketing und Verkauf zusammen, um Bedürfnisse der unterschiedlichsten Kunden kennenzulernen. Von der Verarbeitung der Sonnenblumensaat bis zur steigenden Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln. Darum haben Olivier und sein Team mehr als 6 Jahre lang daran gearbeitet, eine Sonnenblumensorte mit besonders hohem Ertrag und hohem Ölgehalt zu entwickeln. Ölsäurereiches Sonnenblumenöl ist eine gesündere Alternative mit weniger gesättigten Fettsäuren. Zudem erzielt diese Sorte hohe, stabile Erträge, auch in dürreanfälligen Regionen. Durch höhere Qualität wird der Wert der Nutzpflanzen maximiert, um so den Landwirten höhere Einkommen zu ermöglichen und den steigenden Ansprüchen der Verbraucher zu entsprechen. Syngenta hat durch jahrzehntelange Forschung und Entwicklung umfassendes Wissen über Pflanzen aufgebaut. Mit jährlichen Investitionen von rund 1 Milliarde US-Dollar in diesem Bereich und 5.000 Mitarbeitenden in Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt setzt sich Syngenta dafür ein, Ernteerträge und Qualität zu steigern.